Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Walking Dead. In der letzten Folge... Moment. Es kommt gleich. In der letzten Folge haben wir jetzt dann endlich die Pillen für Larry besorgen können. Sind leider auch in etwas größere Schwierigkeiten geraten, konnten aber links entwischen. Nur Larry wollte uns opfern. Dieses Sackgesicht, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Und ja, auf ins Vergnügen. So, wir sind jetzt also wieder bei diesem Motel, wo wir Glenn retten mussten und sich diese Frau abgeschossen hat, weil sie gebissen wurde. Hey Glenn. I think I need to go. To Atlanta? Yeah, I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. I think you're making the wrong call. Maybe, but I'd rather make the wrong call and no than make the right call and not. I respect that. You guys be safe. We'll try. Shit happens. Wenn Atlanta wirklich nur existiert, also beziehungsweise nur Menschen wohnen, dann wird diese Geschichte hier ungefähr zu der Zeit spielen, wahrscheinlich als Rick ins Koma gefallen ist. Weil als Rick nämlich aufgewacht ist, ist er nicht nach Atlanta, glaube ich, gefahren. Es war der Atlanta, oder? Und da war nämlich schon alles tot. Nur halt eben war Glenn mit so ein paar anderen waren da, um Sachen zu holen. Sehen aber Rick jetzt ungefähr ins Koma gefallen sein wahrscheinlich. Berichte ich mich, wenn ich falsch liege. Ich kann auch nicht alles wissen. Hey Q. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Wo ist eigentlich Larry, frage ich mich mal. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast.
I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Ja, ja, so ist das. Man kann nicht alles haben im Leben. So ist das leider. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh, man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you... You watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? Wenn denen was passieren sollte, du wohl besser auf die aufpassen. My dad would be dead if it weren't for you. Buckel. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Ja, das war natürlich klar, dass das passiert. Oh, Fortsetzung folgt. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked with us! Now we're gonna take what we want! You've never liked my dad. Even back at the drugstore when everyone thought Kenny's kid was bit, you went out of your way to side against him. This isn't happening. No more, please. No more, please.
Okay, das sind irgendwelche wilden Statistiken. Ich bin gerade am gucken. Aufrichtigkeit, Herschel angelogen, du und 73% der Spieler die Wahrheit gesagt. Wen würdest du retten, Duck oder Sean? Du und 49% der Spieler Duck gewählt. Loyalität auf Kennys Seite, du und 48% der Spieler Kenny verteidigt. Gnade, Irene die Waffe gegeben. Du und 55% der Spieler die Waffe nicht genommen. Wen würdest du retten, Duck oder Carly? Du und 76% der Spieler Carly gewählt. Ach, das sind jetzt das solche so... Wie soll ich sagen? Normale Statistiken, sag ich mal. Also jetzt so, was haben so andere Spieler auf der ganzen Welt hier so, ne? Da unten und da gemacht. Denk mal, das ist irgendwie cool, oder? Aber lustig ist, dass irgendwie 76% der Spieler auch Carly gewählt haben. Ich frage mich aus welchen Gründen. Wahrscheinlich waren das 76% Männer, die gespielt haben. Ja, da jetzt hier die Episode gerade zu Ende ist, würde ich sagen, mache ich jetzt hier mal einen Cut, ne? Je nachdem, wie lang jetzt die nächste Folge noch wird, lade ich dann eventuell dann 2 Folgen The Walking Dead heute hoch. Muss ich mal gucken, weil jetzt passt es gerade. Und ich habe eine wunderbare Idee, was ich zu Beginn der nächsten Episode machen kann. Das werde ich mal machen und dann könnt ihr mal einen Kommentar drauf abgeben. Das passt aber nur, wenn ich jetzt eben Cut mache und die nächste Folge beginne. Bevor allerdings noch eine kleine Ansage von mir, und zwar beginnt für mich ab morgen, das heißt Donnerstag, der 16. Oktober 2014, der sogenannte Uni-Stress. Ich meine, morgen geht schon los, da habe ich Uni von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Ich meine, wo bleibt da noch die Freizeit, wa? Nee, das ist halt nur morgen so. Das liegt halt daran, wie mein Stundenplan gelegt ist. Das ist der hier. Wenn man was sehen kann. Ein Stundenplan, und da wird natürlich noch viel Selbstlernzeit drauf gehen. Deswegen, ich muss mal gucken, wie ich dann auch dazu komme, Folgen hochzuladen. Ihr sollt einfach nur wissen, wenn es mal zu Einbrüchen kommen sollte, dass nicht so viele Folgen online kommen, liegt es nicht daran, dass ich keinen Bock habe, sondern einfach nur daran, dass ich Besseres tun habe, weil ich glaube, Uni geht vor dem hier. Und dann... Auf alle Fälle werden diese Einbrüche aber allerdings auch nicht dauerhaft sein, sondern ich sag so, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und dann werde ich schon irgendein Konzept, sage ich mal, entwickeln, dass ich dann trotzdem jeden Tag eine Folge, mindestens eine Folge hochladen kann. Jetzt sind es ja momentan jeden Tag 2 Folgen. Einmal The Walking Dead und dann entweder Risen, Battlefield 3 oder ein Horrorspiel. Morgen kommt Battlefield 3 am Donnerstag. Und da gucke ich mal, dass ich halt es zumindest schaffe, jeden Tag eine Folge. Mindestens. Ne? Da würde ich dann irgendein Konzept entwickeln. Aber schauen wir mal. Jetzt im Moment ist ja sowieso noch nicht so stressig, weil die ganzen Übungsgruppen, die fangen erst Anfang bis Mitte Oktober an. Das heißt, bis dann habe ich nur Vorlesungen. Aber trotzdem bin mal gespannt, wie lernintensiv das sein wird. Und ja, auf jeden Fall nur, damit ihr Bescheid wisst, ich gebe mein Bestes, weil das macht mir im Moment hammermäßig viel Spaß, ne? Wahrscheinlich liegt es auch gerade am Spiel. Und ja, von meiner Seite aus ist alles jetzt gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr seid klasse, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann würde ich vorschlagen, man sieht sich in der nächsten Folge wieder oder vielleicht auch noch heute, dann im Let's Play Risen oder was weiß ich, was es heute noch kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Leben oder Tod, Leute. Haut rein.